Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Batman Arkham Asylum oder wie der erste Teil heißt. Das ist die Game of the Year Edition von Steam. Und ja, jetzt dachte ich mir, ich habe jetzt gerade das neue Profil angelegt und ist ein Blindspiel. Ich habe es irgendwann mal einmal für eine Minute angezockt. Ich habe wirklich erst eine Minute Played da drauf gehabt auf dem Account. Und ich schaue jetzt einfach mal, wie das so ist. Wir gehen auf normalen Schwierigkeitsgrad. Schwer brauchen wir nicht, weil ich bin Anfänger. Und dann wollen wir doch mal schauen. Das Spiel unterstützt automatisches Speichern. Dieses Symbol erscheint, wenn Spieledaten gespeichert werden. Okay. Bin ich mal gespannt. Bis jetzt sehen wir nur einen Regenfall. Der Joker wurde festgenommen, aha. Unsere Karre. Geh zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig. Da wären wir. Hey, Sharpy. Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast. Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles. Yo, Frankie. Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud. Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich. Laufen stört mich nicht. Hey, nicht so fest, du zerknitterst den Anzug. Bring diesen dreckigen Kreton hier raus. Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Ich weiß ja nicht, was ich von der Synchronstimme von Joker halten soll, aber ich glaube, Batman ist sogar der aus dem Film. Hey, Sharpie, filmst du auf meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren übertrieben viele Muskeln natürlich. Sieh dir nur die neue Sicherheitstechnik an. Wie soll hier noch jemand ausbrechen? Das weiß man nicht. In der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erforderliche Personal ist überweichen lassen. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Ich glaube, auf Englisch wär's geiler. Also, die Sprachausgabe auf Deutsch bis jetzt vom Joker ist der letzte Mist. Und gerade er bräuchte etwas Geileres. Der Tunnel ist voll. Scan-Prozess starten. Z für Zoom? Oh. Scan wird initialisiert. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Mehrere verbundene Gegenstände. Ich will, dass Joker noch mal gesucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn heraus! Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich deinen Krokodil? Der Kerl ist verrückt. Was ist los da? Joker?
Der Kerl ist auf jeden Fall sehr verrückt. Wir müssen viel aufholen. Bleiben Sie hinter mir! Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden. Auf einer kleinen Insel an der Küste. Die Leute feiern ihn, ja? Okay. Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Von wem ist das die Stimme? Die kommt mir bekannt vor, von Joker. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Ich lass gern meine Hosen runter. Oh Mann. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschusserlaubnis erteilt. Todesschusserlaubnis. Es ist immer wieder mal nur bei Batman. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Nein. Dann war es wohl einer der Wachen. Krog, alter Junge, bist du das? Oh, weia. Oh, weia, was bist du für einer? Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Okay. Der ist riesig. Der ist extrem riesig. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding hier raus! Spielzeug hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke! Es ist eine Knochen! Wir bleiben mal auf dem Joker, der ist ja der gefährlichste hier. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen! Okay, nach oben! Musst du das? Oder sehen die nicht ganz normal aus? Ach, die sehen doch ganz vernünftig aus, Joker. Brauchst doch keine neuen Schuhe holen. Na? So. Festhalten. Ich spiele das Ganze mit Maus und Tastatur, deswegen ist das Ganze ein bisschen umständlich. Hui, tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Batman hat auf jeden Fall die Stimme von Batman aus dem Film. Leider nicht verstellt. Ist es nicht komisch, ich bin wie ein Batman. Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegen. Ich brauche keine Schulterpolster. Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen starben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in unserer... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Unsere Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Nein, keiner vertraut dir hier. Der Gast ist angekommen. So, wir sind unten angekommen und... Ach, es geht da lang. Okay. Alpha Rot. Du bist also zurück. Den Code kenne ich nicht. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen.
Okay. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ist das Gordon? Ja, ist das Jim Gordon? Eine Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Und das war Harley Quinn, glaube ich. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anschlag. Oh Mann. Schnell, wir verlieren ihn! So simpel. Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause. Komm rein. Ah, das ist so schlecht. Willkommen im Irrenhaus, Batman. Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Jetzt lass die Party beginnen. Okay, mit der linken Maustaste schlagen wir also. Ich entschuldige mich für die Unterbrechung. Bam. Bam, bam, bam. Einmal schön ein bisschen in die Fresse klatschen hier. Mit Zeitlupeneffekten einen Hirntritt geben und dann geht's weiter. In die Richtung, glaube ich. Oder muss ich mich noch weiter prügeln? Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch. Mit der rechten Maustaste kontert man also. Buja, bam. Das ist im Prinzip so wie auf der Tablet. Na los, komm her. Versuch's. Buja! Wie war ihm gerade ausschalten? Ich glaube, den habe ich das Bein gebrochen aus Versehen. Das wollte ich nicht. Das System ist blockiert. Wir sitzen hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitstore. Ich finde einen Weg raus. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Da oben scheint es, glaube ich, lang zu gehen. Oder geht es hier irgendwo? Das sieht doch danach aus, als ob sie lang gehen würde. Ganz aufdrücken, dann reißt man das Ding anscheinend auf. Okay, alles klar. Mit STRG links drücken, ducken wir uns. Bla bla bla! Oh. Eine Riddler-Trophäe nehmen. Riddler-Trophäe gefunden, was auch immer das ist.